In welcher Sprache haben sich die Menschen, die mit Picasso gesprochen haben, überhaupt mit ihm unterhalten? Wie ist es hin und her übersetzt worden? Wer hat tatsächlich was wann aufgeschrieben oder mitgeschrieben? Also hier ist sehr viel Überlieferungsfragestellung in den Zitaten immer mitzudenken. Wir machen natürlich nicht da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, weil da, wo wir aufgehört haben, können ganz viele weitermachen. Und selbstverständlich gibt es viele Verzweigungen und viele Möglichkeiten. Und die Idee des Originals, um das noch einmal zu sagen, die gibt es natürlich, aber über die muss man ganz gesondert sprechen. Und die ist unser, ist auch ein ganz besonderes Anliegen, diese Fragestellung zwischen Original, Reproduktion, Reproduktion der Reproduktion und wie wir mit Reproduktionen umgehen und was Reproduktionen eigentlich für uns bedeuten, in allen möglichen Verzweigungen nachzugehen. Und wir beschäftigen uns nicht nur und ausschließlich mit Abi Warburg, auch wenn das manchmal den Anschein erwecken mag und wir selber auch kaum die Wege im Labyrinth kennen, auf denen wir unterwegs sind. Und eines der verschiedenen Spielfelder und der verschiedenen Verzweigungen, auch mit anderen Mitspielern, die wir über die Forschungsgruppe Memosyne kennengelernt haben, zum Beispiel Harald Heil und Paulina Antakli, die sich auch sehr viel mit Picasso und Warburg beschäftigt haben, wollen wir heute einen Weg aufzeigen und eine leichte Verbindung schlagen zu Holy Shit und zu dem, was Stefan Zweifel und seine Spieler in Zürich auch mal aufgeschlagen haben, die verwegenen Verbindungen zwischen Fake und Real. Was Sie hier sehen als erstes Bild, ist tatsächlich schon Geschichte. Sie sehen ein Foto, was ich 2013 gemacht habe im Warburg-Institut in London. Und es ist eines der damals fast 30 Regale mit Zeitschriften. Und Sie sehen, was das Prinzip der guten Nachbarschaft dann tatsächlich für die Archivameise bedeutet. Hier alles Zeitschriften, unter Umständen alle aus 1928. Weitergeordnet sind sie nicht. Und selbstverständlich befinden sich hier auch Zeitschriften, die von 1927 sind und von 1926. Und es ist noch nicht mal ganz klar, dass hier 28, da 29 und da 30 zu liegen kommt. Also man hat einige Stunden Zeit, sich damit zu beschäftigen. Warum sind diese Zeitschriften wichtig? Und warum sind es selbstverständlich alles Blätter, die den Weltfrieden garantieren, wie wir heute Morgen gehört haben? Man kommt dahin, sucht eine bestimmte Zeitschrift und sucht schon nach wenigen Minuten keine bestimmte Zeitschrift mehr, weil die Chance, die zu finden, ohnehin nahezu ins Vergebliche mündet. Man findet aber dann doch welche. Und das Interessante ist eben, dass bei diesem Umzug, bei diesem legendären Umzug im Schiff von Hamburg nach London, diese unendlichen Schachteln mit Zeitschriften eben doch alle mit umgezogen worden sind. Wohl auch unsortiert. Und so zeige ich Ihnen hier zwei relativ willkürlich ausgesuchte Covers der im Paris der mittleren 1920er Jahre progressivsten Zeitschrift, die sich ganz, ganz minimalistisch runtergefahren, kann man heute vielleicht sagen, schlicht Cahiers d'Art nannte. Hefte, in denen es um Kunst geht. Und selbstverständlich, die harten Fans von Zeitschriften werden das an den Layouts der Covers leicht erkennen. Haben wir hier mit in den frühen Versionen von 26 haben wir noch eine Abbildung von einem Kunstwerk. Und
ein Jahr später kommt dann sozusagen das klassische Cayetá-Layout zum Tragen und wir sehen noch nicht mal mehr ein Kunstwerk. Wir sehen eine farbige Fläche. Interessant ist die Art und Weise, wie hier die verschiedenen Fragestellungen, die verhandelt werden, wie die hier schon aufgeführt werden in so einer Art Hitparade. Und Henri Leroy steht da ganz oben, der Bildhauer, von dem auch die Coverabbildung sich zuordnen lässt. Und in dem Moment, wo wir auf das abstrakte blaue Feld hier wechseln, werden die Inhalte hier wie so ein kleines, es steht außen schon drauf, was sich drin verbirgt. Leichte Änderungen in den 20er Jahren. Es gibt, und gestern war unser Schnitt, unser vertikaler Schnitt in den Bilderatlas Memosyne, auch nur ein erster Versuch und eine Möglichkeit, mit den vielen Fragestellungen irgendwie in diesen 40 Minuten Herr zu werden. Und selbstverständlich hat man ständig Fransen und lose Enden zu verbinden. Und so springe ich auch hier, weil heute ist die Zeit noch kürzer und möchte auf eine Kleinigkeit hinweisen, die man sich ins Gedächtnis rufen muss, wenn man mit diesem Begriff der Tafel oder der Plate oder des Panels umgeht, was wir ja ständig tun. Zu Beginn der 1920er Jahre bekommt Karl Einstein einen Auftrag und er ist unheimlich froh, dass er diesen Auftrag bekommt, nämlich von den Verlegern der Propylen-Kunstgeschichte bekommt er den Auftrag, schreiben Sie uns doch bitte das Buch Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Und 1922 den Auftrag zu bekommen, ein Buch zu schreiben, Die Kunst des 20. Jahrhunderts, da würde nicht jeder Autor oder jede Autorin sofort sagen, ja, mache ich, kann ich, kein Problem. Karl Einstein sagt, ja. Und er zaubert dann in relativ kurzer Zeit, und das Zaubern bei ihm ist ein langes Zögern und ein weites Verwerfen. Also er wartet sozusagen eine längere Zeit auf den expliziten Einfall, wer jetzt alles dabei sein soll und wer vielleicht auch nicht dabei sein soll. Aber es ist keine Frage, dass Künstler wie Fernand Léger, jetzt habe ich dieses Problem wieder, ich muss dahinter. Na. Dass Künstler wie Fernand Léger und Pablo Picasso hier auftauchen, und zwar mit Farbabbildungen, mit exzellenten Farbabbildungen. Das ist ihm sehr wichtig und er verhandelt mehrfach mit der Chefetage und sagt, ich brauche diese sehr guten Abbildungen, weil niemand kennt in Deutschland diese sehr guten Farbabbildungen von diesen französischen Künstlern. Und es ist natürlich um 1922 durchaus auch ein Politikum zu sagen, wir zeigen hier französische Künstler, respektive Künstler, die in Frankreich arbeiten, mit großen Farbabbildungen. Und von Paul Klee machen wir auch eine Farbabbildung, aber sonst von den anderen vielleicht dann doch eher nicht. Wie tauchen die Kunstwerke hier auf? Also eingeklebt, lose angeheftet, wie wir das auch von Warburg auf den schwarzen Tafeln kennen. Und der Grund der Buchseite ist eine extra eingefügte schwarze Tonpapiertafel. Auf dem wird wiederum das Bild unbeschnitten, aber, und das ist spielentscheidend, ohne Rahmen abgebildet. Netto, pur. Und eine weitere wichtige Entscheidung ist, auf die Einstein wahrscheinlich, das ist zwar eine Vermutung, aber viele gehen davon aus, höchstpersönlich darauf hingewiesen hat, ist, dass ich Ihnen jetzt das zeige, was Sie ohnehin nicht sehen können. Die Bildunterschrift zu dem Kunstwerk, die steht hier zwar in so einer leicht silberweißen Schrift gedruckt, aber sie ist eigentlich so zurückgenommen, dass man davon ausgeht, wenn man das aufschlägt, dass man ohnehin weiß, das ist Léger und das ist Picasso. Und die kunstgeschichtliche Borderline wird zwar gegeben, aber nicht als spielentscheidend wichtig beachtet. Warum ist das Buch wichtig für die Fragestellung, wie geht man mit Bilderreihen um, mit Sequenzen, mit dem Anschauen von Reproduktionen in den 20er Jahren? Weil selbstverständlich
gehört die Warburg-Bibliothek in Hamburg zu den ersten, die sofort gesagt haben, bevor es dieses Buch noch gab. Also es gibt die Vorankündigung, das Buch wird schon bestellt. Und was Sie hier sehen, sind tatsächlich Aufnahmen, die wir in London gemacht haben, auf dem Tisch in der Präsenzbibliothek. Das heißt, man kann dort einfach hingehen, wenn man das Buch findet, wenn man es tatsächlich findet, kann man es rausholen und anschauen. Wenn man dann Zeitschriften wieder in der Hand hat, wie zum Beispiel hier die Cahiers d'Art oder eine Seite aus einer anderen Zeitschrift, die den Salon des Vrais Indépendants zeigt, oder auch Ausstellungen der Galerie Knödler aus New York, dann sehen Sie, dass es scheinbar so aussieht, wie hier ähnlich operiert wird wie dann im Atlas. Aber es ist eben nur eine Ähnlichkeit. Es ist tatsächlich aus einem anderen Geist gebaut und aus einer anderen Fragestellung. Wir sehen hier Illustrationen. Das ist teuflisch. Wir sehen hier Illustrationen von Figuren aus Neuirland, sogenannte Uli-Figuren. Und die sind hier als Illustrationen eingesetzt zu einem Artikel. Und selbstverständlich oder in hoher Selbstverständlichkeit werden hier Bilder mit Bildern zusammengebracht. Es werden auch Abbildungen gezeigt, die nicht unbedingt im Text Erwähnung finden. Und Sie sehen hier sogar, dass es mehrere Aufnahmen gibt von der gleichen Figur. Einmal eine Ganzaufnahme von der Seite, hier ein Detail. Auch das, Fragestellungen, wie man mit Reproduktionen umgeht, die Warburg natürlich, und das war durchaus sehr progressiv, auf den Tafeln immer wieder einsetzt. Wir haben Blow-ups, wir haben Kombinationen der gleichen Abbildung mehrfach die gleiche Abbildung, das gleiche Kunstwerk auf verschiedenen Tafeln des Atlas. Also auch das eine Fragestellung, die mit Sicherheit in Zukunft noch sehr viel genauer zu untersuchen ist. Und eben ganz wichtig, wir haben hier Fotografien, Dokumentaufnahmen von Ausstellungen, wie sie tatsächlich gehängt sind. Das heißt, wir sehen Aufnahmen, wo Wände als Ordnungen anerkannt werden. Das ist was ganz Neues, das gibt es 20 Jahre vorher noch nicht, das gibt es erst in den 20er Jahren und erst da wird man dazu übergehen, diese Ausstellung in der Ausstellung auch als Setting anzuerkennen. Warum ist das entscheidend? Weil die Künstler der 20er Jahre in aller Regel auf die Settings in diesen Ausstellungen, zumindest wenn sie in den Galerien stattfinden, in den Verkaufsgalerien stattfinden, sehr, sehr wenig Einfluss haben. In aller Regel gar keinen. Es interessiert sie auch noch nicht mal so richtig, weil der entscheidende Punkt findet dann statt, wenn das Bild im Atelier ausgesucht wird und wegtransportiert wird. Dann ist das Spiel für die Künstler vorbei. Außer bei den Salons und bei den Sezessionsausstellungen, wo die Künstler sich selbst zur Jury gemacht haben, selber aussuchen und auch selbst Hängekomitees bilden. Also erst dort beginnt diese Idee des Künstler-Kurators, der auch eine Auswirkung hat auf das, was er zeigt und was er zeigen will. Dass man das zeigt, was man zeigen will und zeigen kann, und das Ganze als Ausstellung anschaut, sehen Sie hier nochmal in einem Bild, die gestern schon da waren, kennen diese Art und Weise der Hängung in der leichten Kurve, schon wie wir das in Berlin das erste Mal vorgestellt haben. Und Sie sehen hier, dass eigentlich diese Einzelwand, wenn man so will, auf der Tafel zusammengezogen wird. Und im Grunde genommen sehen wir hier verkleinert, immer weiter verkleinert, eine große Ausstellung, die man sich natürlich in Reality gar nicht vorstellen kann. Die Ausstellung kann man gar nicht bauen. Die Kunstwerke, die Sie hier sehen, die kann man niemals und in keiner Form tatsächlich zusammenbringen. Nur so, nur mit Reproduktion. Und das ist ein entscheidender Schritt, den es aber in der Zeit natürlich noch nicht gibt. Dass man aus dem Atlas eine Ausstellung macht, das ist natürlich unserer, vorhin klang es schon an, unserer postmodernen Möglichkeitsidee geschuldet, dass wir sagen, wir können aus allem eine Ausstellung machen,
wenn wir es aufhängen können? Ja, das ist jetzt die Repräsentation, die wir gewählt haben in Berlin 2020. Wir haben den Bogen gewählt wegen des ovalen Vorlesungssaals, in dem gewissermaßen diese Übersichtlichkeit über eine Sequenz von dieser Länge für Warburg vorstellbar war. Also hier geht es los mit der Rückkehr der antiken Götter aus den arabischen Handschriften, über die arabischen Handschriften, die wandern auf den Wanderstraßen von Bagdad. Bagdad war um 800 das Zentrum des Wissens. Dort wurden sehr, sehr viele alte, antike Texte abgeschrieben, neu illustriert. Und über diese Bücher, in denen von den arabischen Gelehrten wanderten die Kenntnisse wieder nach Europa ein. Über Spanien und über Palermo, Italien, wanderten sie nach Norden, kamen dann allmählich auch nach Frankreich und bis nach England. Das sind die Wanderstraßen der Kultur, die Wanderstraße sehen, auf der nach der Vertreibung der Antike aus Europa durch die christliche Kunst, durch die christliche Kirche, wo die antiken Götter, das Wissen der Antiken, das Wissen über die antike Mythologie allmählich zurückkehrt, hauptsächlich in astrologischen Schriften. Also die ganze Himmelskunde kam aus Bagdad über die südliche Wanderstraße nach Italien und nach Spanien. Spanien war ein Hauptumschlagplatz, weil der sogenannte Alfonso el Sabio, der weise Alfonso, in Toledo im 12. Jahrhundert diese Wissenschaften zusammenzog, aber die Wissenschaften der ganz unterschiedlichen Religionen, also der jüdischen Religion, der islamischen Religion und der christlichen. Da gab es gewissermaßen ein Übersetzungszentrum. Die Schriften aus den arabischen gelehrten Büchern, die wurden ins Lateinische übersetzt und dann wurden sie auch mit den jüdischen Gelehrten weiter bearbeitet. Und die kommen jetzt hier in diesem Bogen zurück nach Europa. Zunächst nach Spanien und dann nach Italien. Und das ist gewissermaßen die Tafel, wir hatten das, glaube ich, schon mal öfter gehört, das war, wo ich im Rimini war, im Tempio Malatestino. Und da ist es das erste Monument, das dieses Wissen über die antike Astrologie in Europa zeigt. Und dieses Wissen über die antike Astrologie, das ist auch in Skifa Neuer, also in Ferrara, das war ja dieser Vortrag, den Warburg 1912 in Rom hielt, wo er die rätselhaften Figuren aus Ferrara dekodieren konnte, weil er wusste, woher sie gekommen sind, weil er ihre Verwandlung auf den Wanderstraßen nachvollziehen konnte. Also die arabischen Gelehrten haben natürlich die griechische Astrologie vermengt mit der Astrologie, die aus Indien kam und aus den arabischen Räumen. Und dort gab es natürlich andere Illustrationen. Also da gab es für die verschiedenen Figuren wie den Perseus, der Warburg sehr am Herzen lag. Perseus, der den Medusa köpft, aber auch Andromeda befreit. Das war für Warburg entscheidend. Nicht, dass er die Frau mit dem Schlangenhaupt, die Medusa köpft. Er hat die Andromeda befreit. Andromeda sollte ja einem Ungeheuer geopfert werden. Und das war für Warburg eine entscheidende Figur. Diese Figur, die Opferlogik auflöst, die also dafür sorgt, dass das Opfer des Königspaars
nicht dem Ungeheuer dargebracht wird. Die befreit Perseus. Und der Perseus hatte, war zu erkennen an dem Griff mit dem Kopf der Medusa. Er hatte ein Schwert in der Hand, hatte also den Kopf der Medusa in der Hand und daran war er zu erkennen. Und das haben die Araber auch gewusst, dass der so gezeigt wird. Sie haben nur dieses Ungeheuer, was er, die Medusa, die haben sie durch ein arabisches Ungeheuer ersetzt, den Gül. Das war ein bärtiger Mann. Da hatte er also so einen bärtigen Mann, den Kopf eines bärtigen Mannes in der Hand. Und als solcher wird er dann gezeigt in diesen, auf diesen Abbildungen. Das sind diese Verwandlungen. Nicht? Also da wird, wenn Bild, also die antiken Mythologien werden neu illustriert, vermischt mit anderen Bildern, die machen Verwandlungen durch auf diesen Wegen. Eines der Bücher, die Warburg sehr am Herzen lag, hieß Picatrix. Der Picatrix war ein lateinisches Zauberbuch. Also es enthielt alle möglichen astrologischen Kenntnisse und Anweisungen zu Praktiken. Und in dem Picatrix ist auch ein Perseus abgebildet. Der sieht aus, als wenn ein Mann einen Schinken in der Hand hält. Also da kann man überhaupt nichts mehr erkennen. Das ist dann so, das ist eine sehr lustige kleine Zeichnung mit so einem merkwürdigen Ding in der Hand. Das ist ein Schinken. Das ist nur noch so ein unförmiges Ding. Das wird einfach irgendwie abgeschrieben. Dann ist es, wie man bei Texten sagt, verderbt. Das Bild ist dann auch verderbt. Der verwandelt sich so. Und Warburg empfand sich sozusagen als den Retter des Perseus. Der Perseus, der dieses fürchterliche Schicksal durchmachte, dass er irgendwo verwandelt worden war und nicht mehr erkennbar war, dass er wie Odysseus zurückkommt und niemand ihn wiedererkennt. Das war gewissermaßen, also für Warburg war Perseus eine Identifikationsfigur. Ja, eine andere sehr wichtige Figur für Warburg war die Fortuna. Das ist die Fortuna. Das ist also auf der Tafel 48, falls Sie sich dafür genauer interessieren wollen, sehr anschaulich dargestellt, was, in welcher eine Spannung die Fortuna zu verstehen ist. Die Fortuna ist die Schicksalsgöttin. Die war in der theologischen Auseinandersetzung im Mittelalter sehr wichtig. Boethius unterhält sich mit der Fortuna im Gefängnis, als er die Todesstrafe erwartet. Er versucht also mit der Fortuna ins Reine zu kommen und fragt sie, versucht mit ihr zu verhandeln, wie es zu seinem Schicksal gekommen ist. Die Fortuna, das ist im Mittelalter die Frau Glück, die an dem Glücksrad dreht, ne? Die irgendwelche Leute nach oben dreht, zu Königen macht und dann wieder zum Absturz bringt. Das kennen wir immer noch von den Glücksspielen. Und diese Fortuna ist im Italienischen, wird sie auch, Fortuna ist im Italienischen auch das Wort für Sturm. Es bedeutet auch das Wort für Vermögen, also das Geld, was man verdient hat. Das ist auch to make a fortune. Das kennt man ja noch. Sie ist die Warburg, interessiert sich vor allen Dingen für die Segelfortuna. Das ist so eine typische Segelfortuna. Die ist natürlich eine starke Konkurrenzfigur zur Venus. Nicht? Sie sehen das. Eine nackte Frau über dem Wasser, die steht hier auf dem Ruder. Und meistens ist auf der einen Seite, auf dem einen Ufer das Schreckliche, was sie anrichten kann, und auf dem anderen Ufer das Gute zu sehen. Also diese Segelfortuna, das ist die für ihn wichtige Fortuna. Das ist natürlich für den Kaufmann Warburg, der Bankierssohn, der sich sehr mit den Kaufleuten identifiziert hat in Florenz, ist das natürlich wichtig. Die Kaufleute geben ihre Waren auf ein Schiff
und müssen auf die Fortuna vertrauen, dass das Schiff also auch wirklich ankommt. Und da gibt es auf der Tafel, der Fortuna-Tafel, eine sehr interessante Illustration, wo ein Mann, der sich mit einer Medici-Tochter verheiratet, der sich selbst als Fortuna begreift, der stellt sich selbst mit dem Segel in das Boot. Die Medici-Tochter sitzt im Boot und er steht in dem Boot und greift das Segel. Das heißt, es ist also eine, der bietet eine Identifikation mit der Fortuna an. Diese Illustration bietet als Lösung, wie komme ich mit der Fortuna klar? Vorher ist die Verhandlung mit der Fortuna meistens zwecklos. Im Mittelalter, wenn die Frau Glück das Steuer in der Hand hat, da kann man nichts machen, mit der kann man nicht verhandeln. Die dreht das Glücksrad, wie sie will. Die gibt einem Dummkopf Geld und macht einen Ochsen zum König. Und danach geht es wieder hinab. Dreht sich das Glücksrad weiter, dann stürzt er ab. Und diese Form der Verhandlung mit der Fortuna, die ist gewissermaßen auf der rechten Seite angesiedelt, auf der Tafel. Und auf der linken Seite ist eine andere Figur, da ist die von Machiavelli. Machiavelli begreift die Fortuna als eine Gelegenheit, Occasio. Occasio, das ist die Figur, die also als Gelegenheit vorbeikommt, die muss man am Schopf greifen. Nicht? Die Occasio hat nach vorne wehendes Haar, das ist das Haar, was man greifen muss. Nach hinten hat sie einen kahlen Kopf, da findet man nichts mehr. Wenn die Gelegenheit vorbeigegangen ist, dann ist die Gelegenheit verpasst. Da kommt dann der, in den entsprechenden Abbildungen, dann sieht man jemanden, der hinter dieser Gelegenheit steht, der denkt dann nach. Ne? Der hat die Gelegenheit verpasst. Die Frau hat hinten also keine Haare, da ist eine Glatze. Und Machiavelli hat gesagt, man muss die Fortuna, also der Fürst, der moderne Krieger, der muss die Fortuna ergreifen, am Schopf ergreifen, also wie eine Occasio nehmen. So macht er sein Glück. Der wartet nicht auf das Glück. Und deswegen ist diese Segelfortuna, wenn Warburg das Bild mit dem Mann, der sich da ins Boot als Fortuna stellt, natürlich von ihm ein Alternativangebot. Das ist zwischen der fatalistischen Fortuna und der kriegerisch ergriffenen Fortuna ist es das identifikatorische Modell. Ich stelle mich an den Platz der Fortuna, ich mache mein Glück selber. Also das ist weniger kriegerisch als das, was Machiavelli vorschlägt, und es ist nicht fatalistisch. Deswegen ist die Figur so wichtig für Warburg. Ich mache mein Glück selber, ist der Codesatz. Und wie mache ich mein Glück selber? Sehen wir hier in einer ganz frühen Zeichnung von Picasso. Und die allerwenigsten Picasso-Exegeten würden an der Stelle den Sprung machen und sagen, wir haben es hier mit einer Fortuna zu tun, die hier ihr Glück testet. Es ist auch noch einige Jahre vor dem Moment, den man für die Geburtsstunde des Kubismus ausgerufen hat. Tatsächlich haben wir hier eine Zeichnung, die wahrscheinlich um 1906 entstanden ist. Und Sie sehen hier, dass ein Datum auf diesem Blatt noch nicht wirklich auftaucht. Und das bringt uns in der Parallelverschiebung von Warburg und Picasso zu einem Zitat. Und Zitate, die Original-Wortlaut von Picasso wiedergeben sollen oder wiedergeben, das ist eine ganz, ganz eigene, spezielle Forschungsdisziplin in der Picasso-Exegese, weil natürlich die Fragestellung, wie sind die Sachen übersetzt worden, in welcher Sprache haben sich die Menschen, die mit Picasso gesprochen haben, überhaupt mit ihm unterhalten, wie ist es hin und her übersetzt worden, wer hat tatsächlich was wann aufgeschrieben oder mitgeschrieben. Also hier ist sehr viel Überlieferungsfragestellung in den Zitaten immer mitzudenken. Und eine der besten oder viel zitiertesten Zitatensammlungen
ist in den mittleren 60er Jahren in Paris erschienen, bei Gallimard, und zwar Gespräche mit Brassai, einem Fotografen, dem Fotografen, der seit den 40er Jahren, seit 1941, Free Rein hatte in den Ateliers, der wirklich rumlaufen konnte und fotografieren konnte, wie er wollte, nachdem er vorher schon 10, 12 Jahre lang Sachen aufgenommen hat, von denen Picasso ihm gesagt hat, mach da mal bitte ein Foto. Und er hat relativ schnell erkannt, dass dieser Brassai, das Auge von Paris, wie er genannt wurde, dass der einen ganz besonderen Blick hat und eine ganz besondere Idee entwickelt hat, wie man Arbeiten von Picasso tatsächlich in Fotos so festhalten kann, dass sie mehr über sich selbst preisgeben als Fotos von anderen Fotografen. Und dass wir hier kein Datum sehen auf dieser Zeichnung, das wäre später, nach den 20er Jahren, kaum noch vorgekommen. Und in einem der sehr schönen Gespräche mit Picasso überliefert Brassai folgenden Wortlaut, und deswegen möchte ich Ihnen den kurz vorlesen. Warum glauben Sie, datiere ich alles, was ich mache? Weil es nicht genügt, die Werke eines Künstlers zu kennen. Man muss auch wissen, wann er sie gemacht hat, warum, wie, unter welchen Umständen. Eines Tages wird es zweifellos eine Wissenschaft geben. Vielleicht wird sie die Wissenschaft vom Menschen heißen, die versuchen wird, den Menschen durch das Studium des schöpferischen Menschen besser zu verstehen. Ich denke oft an diese Wissenschaft, und es ist mir wichtig, der Nachwelt eine möglichst vollständige Dokumentation zu hinterlassen. Das sagt Picasso, ein großer Sammler, nicht nur ein großer Sammler seiner eigenen Arbeiten. Er konnte sehr schnell und sehr bald, schon wenige Jahre nach dieser Zeichnung, dazu übergehen, dass er seine besten Bilder nicht mehr verkaufen musste. Die besten Bilder hat er behalten, und viele dieser besten Bilder können Sie in Paris im Musée Picasso und in den anderen Musée Picassos natürlich bis heute sehen. Die ikonografischen Evergreens, wie wir das genannt haben, die sieht man durch das Werk durch, aber wir wollen uns nicht an den selbstverständlichen vielen, vielen Dutzenden, um nicht zu sagen Hunderten, von möglichen Bildvergleichskombinationen im Werk von Picasso, die in verwandter Form, in transgressiver Form, in metamorphotischer Form im Werk von Picasso vorkommen. Da finden Sie Dutzende Beispiele. Wenn Sie, wie hier zum Beispiel auf der Tafel 55, das ist wiederum ein Ausschnitt. Es gibt alle möglichen Varianten von Thematiken. Da greift Picasso selbstverständlich und mit Selbstverständlichkeit auf den Schatz der Antike zurück. Ich zapp Ihnen das gerade durch. Und Sie finden selbst solche sehr eigenartigen, spannenden Gegenüberstellungen, ohne dass wir da jetzt en Detail drauf eingehen. Sie sehen hier eine Zeichnung aus dem Moment, in dem Picasso Guernica entwickelt, eine Zeichnung vom 20. Mai 37. Sie sehen hier im Hintergrund den Minotaurus, wie er diese ballspielende, Greisel hochgeworfene, Daphne-artige Figur beobachtet. Und Sie sehen hier die Chloris aus der Primavera von Botticelli. Auf der Tafel 46 sehen Sie eines der berühmtesten Formationen aus dem Atlas überhaupt, weil die Figur von Ghirlandaio auftritt, die Nympha Fiorentina, die für Warburg und in Zusammenarbeit und Konversation mit Jolles zu einer ganz entscheidenden Spielfigur wird. Also das ist dieses berühmte Bild, worüber schon mehrfach geredet worden, die Nympha, dieses Briefspiel, was er mit André Jolles beginnt. Er hat sich wohl mit André Jolles
in Florenz in die Santa Maria Novella gesetzt und hat dort drüber nachgedacht, was haben wir denn da für eine Figur? Die, wie wir sehen, ist das Geburtszimmer an sich ein sehr gesetztes Setting. Also das ist die Figuren, die da in dem Geburtszimmer zusammenkommen, gehören wohl zur Familie Tornabuoni, die das Fresko in Auftrag gegeben hat. Die sind da im Einzelnen identifizierbar. Diese drei Frauen, die hier reinkommen, das sind historische Tornabuoni. Und dann ist da diese merkwürdige Frau, die da mit dem Fruchtkorb durch die offene Tür reinkommt und offensichtlich mit dem Schwung einer antiken Figur da ankommt. Diese bewegte Nymphe wird auf der gesamten Tafel in allen möglichen Formen gezeigt. Also hier eine Zeichnung von San Gallo, das ist Raphael, da ist wieder Botticelli. Hier sieht man da hinten im Hintergrund sieht man diese Frau, die etwas auf dem Kopf trägt. Da muss man dann in die Details gehen. Das gibt auf diesem gepixelten Beamerbild keine Chance, da in das Detail zu gehen. Also hier sehen wir nochmal so eine Frau, die etwas auf dem Kopf trägt. Hier ist sie eine Feuerlöscherin. Die kommt ja in dieses Bild, wo der Brand gelöscht werden muss, hinein. Warburg beobachtet diese Frau mit dem Fruchtkorb auch später noch in anderen Konstellationen auf der Tafel 47. Das ist die nächste Tafel nach der Tafel 46. Das ist eine sehr, sehr kritische Tafel. Also da gibt es, da kommen dann die männermordenden Frauen vor. Judith, die den Holofernes köpft, und Salome, die den Kopf des Johannes fordert. Salome als Tänzerin vor Herodes ist natürlich als Tänzerin dann auch eine bewegte Figur wie eine Nymphe. Und die Judith mit dem Kopf des Holofernes, die kommt zusammen mit ihrer Magd zurück in das Dorf der in die Stadt der Israelis. Und die Magd hat dann nicht einen Fruchtkorb auf dem Kopf, sie hat den Kopf des Johannes des Holofernes auf dem Kopf. Also da verwandelt sich die Frucht in den Kopf des bösen Mannes, nicht? Diese Figuren sind auf der nächsten Tafel zu sehen. Das heißt, es ist nachdem die Sequenz, die durch die 40er gegangen ist, 46, 47, 48 ist dann die Fortuna. Da sieht man also, wie die Ordnung, also wie er einen ganz bestimmten Gedankengang nachgeht. Also wie er auch von Tafel zu Tafel die Veränderung einer Figur nachvollzieht. Also die Nymphe wird auch eine andere Figur. Die Nymphe wird zur männermordenden Frau und wird insofern... Relativ spät, wenn ich kurz einsteigen darf, relativ spät erst, baut Warburg die Tafel 55 in der Form, wie wir sie jetzt vorfinden, in dieser letzten Version des Atlas. Und das spielentscheidende Neue, was in diese Tafel 55 eintritt, ist sozusagen nicht die unmittelbare Gegenwart, aber doch die Gegenwart dessen, was für Warburg in den 20er Jahren immer noch moderne Kunst bedeutet. Und in diese Relationen dieser sehr, sehr alten Bilder, dieser Bilder, wo fast 400 Jahre Kunstgeschichte überbrückt werden, baut er an relativ zentraler Stelle das berühmte Déjeuner solaire von Manet. Das ist die Tafel, die eigentlich im Anschluss an die Generalprobe des Atlas in Rom, dem Herzianer-Vortrag, entsteht. Nachdem er mit dem Herzianer-Vortrag fertig war, hat er die ganzen Tafeln vom Herzianer-Vortrag
fotografiert und sie sich im Hotelzimmer nochmal an die Stellwand gepinnt und davon ausgehend dann den Vortrag Rom und die italienische Antike Manet und die italienische Antike entwickelt. Das ist der Vortrag, den er nach dem Herzerner-Vortrag hält. Dieser Vortrag ist dieser ganze Vorgang ist insofern hochinteressant, weil er, während er daran arbeitet, an seine Frau schreibt, an Mary Warburg, und da berichtet er davon, wie er diese Tafel aufbaut. Also er baut dann, wie wir das sehen da, dieses hier ist ein aus dem Stich von Raimondi nach Raphael, Raphael aber nach einem antiken Sarkophag. Dieses Motiv kommt von einem antiken Sarkophag. Das ist auf einem Paris-Urteil-Sarkophag. Das Paris-Urteil-Sarkophag ist ein relativ standardisiertes Thema in der Antike, in der Spätantike. Also diese Sarkophage mit dem Paris-Urteil da drauf, die gleichen sich doch sehr stark. Also diese Gruppe kommt eigentlich immer auf diesem Sarkophag vor. Das ist unterhalb, also auf der rechten Seite, ne? Auf der rechten Seite kommt das Paris-Urteil vor. Also ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte genau kennen. Also Iris ärgert sich, die Göttin Iris, die Göttin des Streits, ärgert sich über das Wohlbefinden am Himmel in der Götterversammlung. Und sie wirft den Apfel in die Gruppe und sagt, dass dieser Apfel soll der schönsten Göttin überreicht werden. Und die Götterfamilie, die Götterversammlung nimmt diese Herausforderung an. Gut, dann wird also bestimmt, dass ein Mensch sagen muss, wer ist die schönste Göttin. Und Paris wird ausgewählt. Paris ist auf dem Berg Ida. Man sieht ihn zumeist, also das ist hier relativ vollständig zu sehen. Da ist er am Berg Ida, zumeist mit ein paar anderen Nymphen, weil er dort natürlich nicht alleine ist. Er hat sich da zurückgezogen und er ist also derjenige, der entscheiden soll, wer die schönste Göttin ist. Und die drei Göttinnen, die sich da in den Wettbewerb stellen, Aphrodite, Minerva und Juno, werden also von Hermes dahin gebracht zu ihm. Hier sehen wir, wie er den Apfel der Eris, der Streitkunst, ne, Eristika, die Streitkunst, den Apfel gibt er der Venus, Aphrodite. Warum? Weil Aphrodite ihm die schönste Frau auf Erden versprochen hat. Die hat ihn also auch bestochen. Das sind so die typischen Kleinigkeiten der griechischen Mythologie. Die Götter sind natürlich alle ganz schäbige Figuren, die mit allen Tricks arbeiten. Auch die Venus arbeitet mit einem Trick. Die hat Paris bestochen. Und Juno und Minerva schauen in die Röhre. Also und ich habe das Zeichen natürlich bekommen und ich gebe das Zeichen weiter. Und selbstverständlich hat sich Picasso nicht daran gehalten, was wir als Ende oder als Anfang betrachten können. Und was ganz klar ist... Wir müssen noch eine Sache, wir müssen jetzt auf die wichtige Sache kommen. Also, zurück. Das ist die Gruppe, die Flussgötter, die hier sind, hier unten auf dem Sarkophag zumeist. Das ist relativ gut hier, also ein Sarkophag, so wie Raimondi das nach Raphael gestochen hat. Also die gute Aphrodite, die segelt jetzt hier zu dem Zeus hin. Und Zeus ist natürlich froh, dass seine Tochter, seine schönste Tochter, den Preis gewonnen hat. Und
Was für Warburg sehr wichtig war, sind diese Figuren, die hier am Boden liegen. Das sind die Flussgötter. Die Flussgötter sind im Grunde genommen Figuren, die ausdrücken, dass der Mensch auf die Erde verdammt ist. Diese Flussgötter können nicht in den Himmel aufsteigen. Nicht? Also die schauen jetzt etwas verloren da dem Götterfest, dem Geschehen am Himmel zu. Und diese am Boden liegenden Figuren sind in der antiken Kunst sehr häufig die Unterlegenen. Die werden überritten. Also in einem Triumphzug, da prescht das Heer vor und überreitet die Provinz. Die Provinz liegt nieder, die wird besiegt. Und das weiß Warburg natürlich vom Konstantinsbogen. Das ist das sehr wichtige Thema der Tafel 52, das Überreiten der Provinz. Das sind diese niederliegenden Figuren. Und für ihn waren die sehr wichtig, weil sie ihm seine melancholische Konstitution, weil er die darin erkannte, dass er also als Melancholiker auf der Erde liegt und ein Besiegter ist. Aber er schreibt seiner Frau, dass er verwundert feststellt, dass er verwundert feststellt, dass diese Figur schon bei Raimondi und Raphael aus dem Bild herausguckt. Also den Kopf gedreht hat. Das ist anders als auf den Sarkophagen. Auf den Sarkophagen schaut sie irgendwie in die Gegend so und die anderen gucken nach oben und sind da so traurig. Aha, da oben, da kommen wir nicht hin. Und diese Figur schaut aus dem Bild heraus. Deswegen sagt er im Manet-Vortrag vom körperlich Besiegten zum Denksieger. Nicht? Also wir haben ja glücklicherweise ein sehr ausführliches Manuskript des Manet-Vortrags, das also ein sehr fantastisches Stück Literatur ist. Ganz euphorisch sagt Warburg, Manet, du gehst uns voran mit der Fackel. Er hat also sicherlich von Manet gelernt, dass diese aus dem Bild guckende Frau eine unglaubliche Wendung demonstriert. Nicht? Die liegt da, die Nackte, mit den Männern zusammen im Freien und sie schaut den Betrachter an mit einem undefinierbaren Blick, aber sehr, sehr selbstbewusst. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das lernt Warburg von Manet. Und da sagt er jetzt, da haben wir den Denksieger. Jetzt ist diese Figur, die schaut den Betrachter an und wird zum Denksieger. Es ist natürlich eine Denksiegerin, da sind wir uns ganz einig. Ja. Und diese Denksiegerin kommt auch in zweifacher Fassung auf der Tafel vor. Und zwar nutzt er eine Kombination schon, die es schon gibt, weil diese Erfindung ist nicht, oder diese Erkenntnis oder dieses Zusammensehen ist nicht von Warburg, aber er benutzt es 1:1. Er schneidet es einfach aus, er macht einen Cut-up, setzt es auf die Tafel und wiederholt damit auf der gleichen Tafel nochmal dieses Bild. Und wenn Sie sich klar machen, dass wir diese Wiederholung des Bildes, etwas, was in der Kunst eigentlich erst Variation und Wiederholung des gleichen Sujets, des gleichen Motivs, das ist ein Kennzeichen der Moderne, das kennen Sie alle seit Monet, die berühmten Heuhaufen, die Kathedralen und so weiter. Aber es gibt es eben auch schon bei Manet und da ist es nicht unbedingt eine Reprise, da sind sich auch die Manet-Forscherinnen und Forscher nicht ganz einig, wie geht es eigentlich los. Und wir kennen dieses berühmte Bild, das große, aus dem Courtauld in London heute. Und es gibt die etwas kleinere Fassung, die schneller gemalte, vielleicht nicht so 100% ausgeführte Fassung. Aber auch schon, wenn Sie mich hören, dass ich jetzt sage, die nicht 100% ausgeführte Fassung, ist das natürlich die angelernte Sichtweise,
des evolutionären Bildbegriffs, dass nur das Ausgeführtere ist, das finale Werk. Und all diese Fragestellungen, zu denen wir jetzt nicht mehr kommen, die zweite und die dritte und vielleicht die vierte Anlauf für Warburg Picasso und die Wissenschaft von Menschen müssen wir dann an anderer Stelle nachholen. Dieses Stück hat er direkt ausgeschnitten aus einem Text, den Gustav Pauli 1913 publiziert hat. Dort weist er darauf hin, Manet hat ja wohl offensichtlich sich bei Raimondi orientiert. Das war für Warburg natürlich eine entscheidende Entdeckung. Also dass selbst ein Künstler im 19. Jahrhundert sich an einem Bild orientiert, also an einem Motiv orientiert, was in der Renaissance war, was wiederum aus der Antike kommt. In Paris, als dieses Bild ausgestellt wurde, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wusste man das, was Manet da gemacht hatte. Man hat das erkannt, das hat Pauli bloß auch nicht gewusst. Das wurde vergessen wieder in der Kunstgeschichte. Das hat man nicht so richtig zur Kenntnis genommen, was Manet da gemacht hat. Also die Zeitgenossen haben das schon erkannt. So, vielen Dank. Wir hören an dieser Stelle mittendrin auf, wie wir immer mittendrin aufhören. Und bedanken uns nochmal für Ihre Geduld und fürs Überziehen. Vielen Dank.